Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier in unserer steil anwachsenden Kolonie. Also es geht hier richtig geil voran und ich hoffe, es bleibt auch irgendwie so bei. Ich habe zumindest die Hoffnung, wir können uns ja mal hier den Brian schnappen. Genau, schnappen wir uns den Brian. Das geht schon in Ordnung. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Blackie soll ja auch nicht mehr jagen. Nee, die Zeiten sind vorbei. Jagen darfst du nicht mehr. Nee. Das will ich Blackie eigentlich nicht antun. Aber Brian will ich ja Dinge antun. So war das, genau. Wirf doch mal ein bisschen was. Ich möchte wieder Dinge einstürzen sehen. Ja, die Schlangen ziehen auch weiter. Oha. Gott, da stürzt einiges ein. Da Fug. Das läuft nicht ganz so einfach, wie ich es mir erhofft habe. Ach. Ja, zumindest wird hier gebaut. Was wollen wir mehr? Eieiei. So leicht kriegen wir den Hang nicht los. Da muss ich vielleicht doch noch irgendwas anderes machen. Tudert, Verabredung am 12. September. Oh, mal sehen, ob sie es hinbekommt. Beziehungsweise ob die beiden es hinbekommen. Wir werden es sehen. Ah, so langsam geht uns hier das Futter weg. Das ist natürlich nicht so gut. Darf ich überhaupt Fisch einlagern? Irgendwie habe ich so ein bisschen, ich weiß nicht, Bedenken, dass es nicht so will. Fleisch. Fischfleisch. Warum nicht? Aal darf auch. Noch mehr Fisch. Was ist denn Squid, aber... Cucumber geht auch. Schrimps, warum nicht? Ach. Kack die Wand an. Wir nehmen einfach alles. Fleisch ist alles das Gleiche. Wobei, ich bin ja absolut nicht der Fischfan. Von daher, wie kann man eigentlich damit jagen? Aber ich stelle es trotzdem her, weil ich es kann. So, machen wir doch mal wieder ein bisschen Granit dann, damit wir das Zeug weg haben. Granit ohne Ende. Ja, machen wir mal 15 Stück erstmal. Und hier können wir noch mal eine Garnitur herstellen. Wobei ja jetzt auch so langsam Teufelsgarn sich fertig machen müsste. Ja, so langsam zumindest. Ja, damit entwickelt es sich auf jeden Fall gut. Das ist auch Heugras, das will ich. Oh ja, da können wir auch noch mal eine schöne Beerenernte machen. Bärenstark. So, ja, genau. Da muss man ein bisschen sauber machen. Hat so an sich. Ein Affe wurde zahm. Hat niemand dran gedacht, dass ich das vielleicht gar nicht will? Zum Glück gleiches Geschlecht. Dann geht's ja noch in Ordnung. Scheiße. Schlachten wäre, solange es noch geht, ne? Solange noch nicht das Herz dran verloren ist. So. Da machen wir aber erstmal, glaube ich. Machen wir mal Stopp hier. Genug gefischt für einen Daddel. Der muss auch mal andere Dinge tun. Beziehungsweise sie. Muss ich mich noch dran gewöhnen, dass ich eine sie bin? Aber es tut man nicht alles. Da haben wir noch immer Bier. Kann man sich mal gönnen. Durchaus. Ach, hier haben wir ja auch noch jemanden. Stubenhocker und Partylöwe. Könnten wir ja eigentlich auch mal hier. Ach so, ist nur Karawane. Och, Menno.
Hätte ich gern rekrutiert. Das muss ich ehrlich mal zugeben. Da hätte ich schon Bock drauf gehabt. Haben wir hier irgendwo noch einen Panther rumpantern? Deutsche Sprache nicht meins ist. Mal sehen, wann überhaupt der nächste Angriff kommt. Müsste ja auch bald sein. Und wann die Wahl stattfindet, die endgültige. Wir sollten hier auch mal langsam wieder Dinge tun. Wie viel Stoff habe ich denn? Oh, von bis über hast du nicht gesehen. Ganz toll. Ah, da machen wir dann doch erstmal wieder Holz fürs Erste. Nee, Böden will ich doch. Oder wir liegen Fliesen irgendeiner. Nee. Ich mache einfach mal Bling Holzbohnen. Ich höre zwar innerlich schon das Aufbegehren, aber ich ziehe es mal durch. So, Möbel. Haha, hier kommt auf jeden Fall ein Doppelbett rein. Wenn schon, denn schon. So, machen wir da mal eins und... Ah, machen wir auch ein Doppelbett. Warum nicht? Wenn schon, denn schon. Oh, das wird hier langsam eng für die Tiere zum Futtern. Vor allem hier für unsere dicken Elefanten und Nashörner. Die könnten da mal stecken bleiben. Ich mag's. Genau das ist ja so mein Ding. Oh, dann können wir ja eigentlich auch hier so, ja... Hier so, und was machst du so? Ach, nehmen wir das auch noch mit dazu. Einfach, weil wir es können. Boah. Jetzt ist hier richtig Ramazama. Das können wir theoretisch noch so wegarbeiten. Alles andere wäre dann bedenklich. Da müssen wir wieder eine Granate werfen. Oh, Transport. 6 von 7. Jetzt geht's in die heiße Phase. Bald haben wir nützliche Tiere. Man mag es kaum glauben. Oh. Aha. Elefant 1. Wir müssen mal miteinander reden. Yeah. Jetzt ist alles in Ordnung. Scheiße. Oh, das war nicht so gut. Und diesmal habe ich auch etwas zu viel im Vorrauchfeld aufgenommen, als dass ihr mir da zeitnah einen Hinweis geben konnte, dass ich das verkackt habe. Also ja nichts Neues. Ach, hat er sich auch da angütlich getan oder wie? Oder was? Oder wo? Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Und ja, ich bin mir bewusst, dass das ziemliche Phrasendrescherei ist. Und ich mach's gerne. Eieiei. Scheiße. 6 Kolonisten mit Malaria. Leck mich am Arsch, ey. Fuck. Das ist böse. Fuck. Manchmal muss man das böse F-Wort auch mal sagen dürfen. So, Daddel auch. Mensch, kaum bin ich dabei, schon bin ich krank. Das geht ja gar nicht. So, war das Erik oder Döner oder... Ja. Dann müssen wir Toadette nochmal so ein kleines bisschen mit guten Medikamenten versorgen. Ach, das ist echt Katastrophe. Jo muss den Arzt machen, auf jeden Fall. Und Blackie muss ebenfalls den Arzt mimen. Anders geht's nicht. Oh, das wird ein Spaß.
Oh, und ich brauche eigentlich bessere Betten dafür. Wie viele Medikamente? Ah, ein paar haben wir noch. Eieieiei. Wahl ist im Gange. Puh. Oh, Daddel im heimischen Bett. Ob das mal gut geht, du. Immunität. Oh, das scheint ja gar nicht so schlecht zu gehen. Ach, Mr. Junior kümmert sich auch um die Behandlung. Ach, ja. Da müssen wir was ändern. Genauso wie bei Toadette. So, jetzt haben wir erstmal nur noch zwei Ärzte aktiv, damit sich die anderen beiden richtig schön ausruhen können. Mr. Junior, lässt du das mal sein? Was macht der denn jetzt? Mr. Junior, du hast Malaria, Junge. Wirst du dich mal hinlegen? Ja, ich würde mal sagen, es ist alles wieder super bei uns. Dönerfrikadelle, oh Wunder, hat die Wahl gewonnen. Gegen niemanden. Also, herzlichen Glückwunsch, Döner. Du wurdest relativ klar gewählt. Wer auch sonst. So, wenn wir schon dabei sind, können wir ja eigentlich hier Möbels. Stehlampen. Oh! Das ist ja gar nicht mal so schön hier mit den Leitungen. Die müssen wir mal wegmachen demnächst. So, machen wir das Ganze mal so hier und... So, dann können wir von dort aus... Aber da muss die Leitung definitiv weg. So, weg mit dem Kabel. Weil ich das erst machen sollte, wenn ich die neue Leitung gelegt habe. Aber hier ist ja noch eine Ersatzleitung. Es wird schon schief gehen. Was soll schon passieren? Ist doch alles gut. Okay, hier wird sowieso alles gut. Mr. Junior sieht auch gut aus. Ja, Brian wird es wohl auch schaffen. Huseline ist auch auf gutem Weg. Ich glaube, das wird alles gut. Wir sind ja früh genug angefangen. Und Mücke, wie geht's bei dir? Ja, bei Mücke sowieso. Aber da war Mücke der mit der Immunität gewesen. Muss ich mal kurz gucken. Nö, der ist nur desensibilisiert. Was bei mir? Nö. Hat irgendjemand nicht Immunität oder so? Egal, ich genieße sowieso Immunität. So, ist die Frage nur, wie... Warum kann ich den Boden überhaupt nicht loswerden? Muss ich da irgendwie anders arbeiten? Muss ich hier... Nö. Abreißen kann ich ja auch nicht. Was ist das hier für ein Kack? Böden. Ach, Boden entfernen vielleicht. Ha! Ich bin ein Genie. Wenn ich schon nicht drüber basteln kann, bin ich zumindest der Meinung, dann zumindest so arbeiten. Ja. Und bald kann Brian McBlack wieder ein bisschen Granaten werfen. Ich weiß ja, wie unser Brian das gerne mag. Da wäre ich ja bescheuert, wenn ich ihm das verbieten würde. Überhängendes Gebirge, ja. Steindecke dünn ist, glaube ich, weniger bedenklich. Ich glaube, das ist einmal schnell runtergefallen. Also ein richtiger Überhang, der wird, glaube ich, schon... Beziehungsweise richtig Gebirge, da muss schon ein bisschen mehr einstürzen. Das ist gar nicht mal so schön. Oh, wir haben wieder vegetarisches Zeug hier. So, Äffchen wurde was beigebracht. Sehr schön. Hoffe ich zumindest, dass es sehr schön ist. So. Wie sieht es denn hier aus? Transport. Kann es.
Transport muss es lernen. Das kommt als nächstes, wenn die Leine gelöst ist. Aber wir haben einen Transportelefanten jetzt. Hi. So, was macht Jo denn hier? Mal kurz gucken. Jo kann nahezu David, während ihn mit sich selbst über das Kochen mit Artischocken redete. Oh, Kochen mit Artischocken, das ist super. Wer kennt's nicht? So, also das geht doch alles in die richtige Richtung. Oh, ich glaube, hier gehe ich denn doch mal auf die Billigmedizin über. Ja komm, das reicht irgendwie locker, glaube ich. Bei Mac Black, du auch. Mr. Junior, glaube ich, sowieso. Ja, der kann was verkraften. Fuseline. Joa, geht auch langsam. Und Toadette bestimmt auch. Ach, Toadette sowieso. Toadette ist aber auch hier unerschütterlich. Ja, da können wir jetzt auch die Billigmedizin nehmen. Dann sparen wir uns das gute Zeug auf. Für die schweren Zeiten. Und eine Vorratskapsel ist gelandet. Mit Agavefrüchten. Die können wir tatsächlich derzeit gebrauchen. Deswegen nehmen wir die doch mal mit. Haben oder nicht haben, das hier die Frage. Und da habe ich die ganz gern, ehrlich gesagt. Verrückte Affen. Mehrzahl. Okay. Wir haben 1 Uhr nachts. Alle schlafen hoffentlich. Oder ist hier irgendein Bekloppter unterwegs? Nee, das sieht aus, als wenn alle das tun, was sie sollen. Ui, da sind doch ein paar Äffchen. Ah, das macht nichts. Moment. Tangiert es ja niemanden. Wir kriegen was zu essen, ist auch in Ordnung. Genau, macht das Ding kaputt. Die dürfen gejagt werden. Perfekt. Ich glaube, wir haben wieder was zu schlachten. Achtung, Schlachtung. Ich liebe es. Ach, das sieht doch gut aus. Ja, hier wäre Mr. Junior, wenn er denn fit wäre. Huch, da war noch ein Äffchen. Die kommen aber spät. Gibt es hier noch ein Äffchen, das unbedingt nachzügeln will oder so? Ich glaube, das war's dann. Das sind die letzten Psycho-Äffchen. A kann dann auch gejagt werden. Wenn schon, denn schon. Man muss ja gleiches Recht für alle. Jeder Affe hat ein Grundrecht darauf, zu Wurst verarbeitet zu werden. Oh, und damit tatsächlich auch mal ein bisschen Reis auf Lager. Ja, im Moment sind auch die Köche so ein bisschen abhanden gekommen, glaube ich. So, worüber reden denn? Döner, Frikadelle und Raven sprachen über Liebhaber. Haben die alle jemanden überhaupt? Muss ich mal kurz gucken. Ja, Raven hat ja hier Toadette und Dönerchen hat. Keine Ahnung. Der hat auch irgendwas. Da hat Tripper. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Eric argumentierte über die Probleme anderer Leute mit Black Griffin. Außerdem unterhielten sie sich über bequeme Möbel. Ich habe offenbar bequeme Möbel. Oder die unterhalten sich darüber, dass die Möbel bequemer sein könnten. Aber egal. Wollen wir jetzt mal nicht zu sehr ausführen, auch wenn ich schon damit angefangen habe. Fakt ist, es geht in die richtige Richtung. Der Elefant hier muss nur nach und nach so ein bisschen das Transportieren üben. Och, Stahl wurde schon platziert, aber noch nicht gebaut.
Aber vermutlich, weil alle unsere Konstrukteure hier lauern. Huch, ist Mr. Junior gerade aufgestanden? Ja. Durchaus, durchaus. Wie in so einem kleinen, harmlosen, trivialen Nahrungsmittelmangel. Das ist ja Pillepalle. So, das geht alles. Ja, komm, Daddel ist hier sogar richtig gut dabei. Ich würde mal sagen, da dürfte uns eigentlich niemand verrecken. Es sei denn, die können auch verrecken, bevor es 100% erreicht. Dann hätten wir ein Problem. Aber ich hoffe mal, dass wir kein Problem bekommen. Ich bin einfach mal vertrauenswürdig, beziehungsweise vertrauensselig, genau. So, demnächst kann hier geerntet werden. Besuchergruppe! Was haben wir denn diesmal? Irgendwas, was man gut erobern, was heißt erobern, überreden könnte. Hart arbeiten, das finde ich generell schon mal ganz sympathisch. Ein freundlicher Jogger, allerdings Misandry. Hart arbeitender Stubenhock-Ehe. Ach, die können dann sogar im Dunkeln arbeiten. Das ist ja auch ganz angenehm. Kann handwerken, kann kochen. Verweigert nichts. Halbwegs brauchbar im Nahkampf. Gucken wir doch mal. Was wird denn verlangt? Drei Leute mit... Oh, kann man mal versuchen. Auch wenn wir volle Krankenzimmer haben. Aber wer weiß, wie lange die da sind. Das wird schon werden. Da bin ich einfach mal positiv gestimmt. Mücke kümmert sich schon um alle. Ach, ist das schön. Ach, nee, das ist gar nicht unser Mücke. Das ist andere Mücke. Diese Absurdität gerade. Ich liebe es. Ach, das Spiel begeistert mich immer wieder. Nee, so, das geht auch gut voran. Jawohl. Da können wir, glaube ich, guten Gewissens die Folge beenden und sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Daddelzeit mit RimWorld, unsere Mücke, dem Gastmücke und ja, welche Mücken auch sonst immer kommen. Zum Glück habe ich keine Mücke im Zimmer, aber das ist too much information. Ciao, ciao.